Freunde, hallo und willkommen zurück zu Survival Fountain of Youth. Und wie ihr merkt, hört und seht, regnet es hier ganz stark. Ich bin zur Höhle zurückgegangen, war vorher ja an dieser Ruine und bin dann mal ein bisschen weiter nördlich gelaufen. Bin tatsächlich gestorben, zweimal sogar, wodurch ich alles aus meinem Inventar verloren habe. Was jetzt aber nicht so super dramatisch war, denn bis auf ein paar Verbände und so weiter war jetzt nichts weiter dabei, wo ich sagen würde, ärgerlich, ein Speer habe ich, die Klamotten habe ich noch an, auch wenn die allmählich sich abnutzen. Wie kann ich das denn reparieren? Oh, die habe ich ja sogar. Aber ich benötige dennoch ein bisschen mehr Vorbereitungszeit. Das können wir reparieren und das... Ach, und diese Blätter, ne? Das sind wirklich, also hier... Diese Blätter, breites Blatt. Ich weiß nicht, ob es die nur in der einen Ecke da hinten gibt oder was Phase ist, aber das scheint so wichtig zu sein für jede Form von Bandage, dass ich dringend in eine Ecke muss und da auch hinziehen muss am besten, wo es nur so Zeug gibt, weil ansonsten wird es schwierig. Und jetzt hier im Regen rausgehen ist eigentlich auch Quatsch. Ich glaube, ich lege mich lieber nochmal hin und warte ab. Was habe ich? 9 Stunden. Ah, ja, wenigstens regnet es nicht mehr. Ja, ärgerlich. Ärgerlich, das Ganze. So, aber ich dachte mir, das wird nicht gehen. Und wir erinnern uns, das war die Ecke, wo viele von diesen Füchsen waren. Und, viele... Wie hießen die Vögel nochmal? Ich weiß nicht mehr. Hyper. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Und da ist es so schwer durchzukommen. Und wenn man da durchsprintet, kommt man am Ende zu einem Rudel Schakalen. Also, und mit dem, was ich hier habe und dem Speer, bin ich froh, dass ich gegen diese Füchse hier ankomme. Aber jetzt drehen wir nochmal einen Gang zurück. Das war jetzt alles sehr erfolgreich in der letzten Folge, dass ich das alles gefunden habe und so weiter, auch mit dem Fernrohr und so. Aber in der Geschwindigkeit kann es hier in diesem Spiel nicht weitergehen, weil ich brauche wesentlich mehr Zeug. Ich brauche eine Werkbank und alles sowas, um mich hier richtig vorzubereiten. Und am besten auch viele Lianen, um eben auch einen Bogen und sowas zu bauen. Wisst ihr, ich will ausgerüstet sein. Ich will hier ein bisschen... nicht so dumm und wild rumrennen. Das ist nämlich der Fehler, den ich anfangs bei Green Hell auch gemacht habe. Einfach rein und gucken, was passiert. Aber je mehr Medikamente und Zeug man dabei hat, je besser man sich wehren kann, umso besser. Und umso mehr Spaß macht so ein Spiel ja dann auch. Ich finde, das Spiel macht es einem hier noch so ein bisschen schwer, aufgrund der Tatsache, dass die Ressourcen sehr knapp verteilt sind, wie ich finde. Manche Sachen hat man super häufig. Und aber dieses breite Blatt beispielsweise findet man fast nie. Also ich zumindest nicht. Gut, ich habe einen Skorpion dabei, das ist okay. Aber auch hier brauche ich wieder so ein breites Blatt. Ansonsten kann ich mir da keine Anti-Gift-Bandagen draus bauen. Oh, warte mal, hier gibt es welche. Okay. Ein Tier jagt mich. Wo ist die Schlange? Da. Zack. Gute Nacht. Auf jeden Fall mitnehmen. Hau ab. Jetzt wollen sie es aber wissen. Komm mal her hier. So. Das muss ich am Feuer machen, glaube ich. Wie was... Wieso hat er denn jetzt die Blätter nicht genommen? Wegen des Skorpions? Kann das sein? Jetzt haben wir es. Und dann aber am Feuer. Das ist durchaus noch machbar. Es ist jetzt auch ein bisschen düster, weil... Ich weiß auch nicht genau, welche Uhrzeit soll das denn hier sein? Ja, später Abend... Genau, erstmal irgendwie ein bisschen was sammeln, schauen, dass ich was finde, womit ich einen kleinen Vorrat anlegen kann. Naja, das hatten wir alles schon.
Aber alles schön langsam. Skorpione sind bei der Dunkelheit doch recht schwer zu erkennen. Schlangen hört man wenigstens. Zumindest, wenn man nicht zu schnell unterwegs ist. Ja, genau. Und dieser Busch hier, der ist das. Ist natürlich gut zu wissen. Ich glaube, es gibt auch noch Farne. Die haben das ebenfalls. Oh ja, ebenfalls ein bisschen kleiner. Zack. Level 3 Waffen. Ein Tier jagt mich. Boah, es ist verdammt dunkel. Ist doch gut jetzt, Junge. Nimm das mal mit, sehr schön. Zeig mal her, können wir hier eben Feuer machen? Also ich gerade denke, ich sehe überhaupt nichts. Ich auch nicht. Hier. Ich mache das mal. Ach, warte mal. Fürs Feuer ist gar nicht verkehrt, das hier zu haben. Hat jemand im Kommentarbereich erwähnt. Vielen Dank dafür. Die Rinde ist dafür da. Als Zündel. Oh, sehr schön. Komm auch rein. Super. Das haben wir, das haben wir. Brennstoff. Jetzt fehlen mir ein paar Stöcke. Schön langsam. Sehr gut. Nehmen wir mal 3. Das sind dann, glaube ich, 1,5 Stunden, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, nee. Wesentlich länger. Käse. Oh Mann, ey. What? 2 Schaden durch Brennnessel, alles klar. Guck mal hier drunter vielleicht. Das könnte durchaus möglich sein. So, die Frage, ob das Spiel das auch so sieht. Ja, sieht aber eigentlich ganz gut aus, oder? Was? Hahaha, sehr gut. Immerhin. So, jetzt schauen wir mal eben. Was haben wir? Das hier brauche ich. Und das nutzen wir auch gleich. Sehr gut, das ist geheilt. Wir haben Hibiskus, wir haben Bandagen sind nicht verkehrt. Grippe, ja. Dadurch, dass es gerade regnet, ich glaube, das kann nicht schaden. Und eine Bandage ebenfalls. Sehr schön. Ja, ich kann nicht sagen, wie lange es hier tatsächlich immer regnet. Also, als ich das Video gestartet habe, hat es schon eine ganze Zeit lang geregnet und dann musste ich auch noch mal schlafen, also ist schwer zu sagen. Das kann ich gerade nicht heilen wegen... Oh, jetzt hört's auf. Oh, perfekt. Vorne ist Kamille, wenn mich nicht alles täuscht. Das Ganze brauche ich 2-mal, um meine Verbrennung zu heilen. Das wäre ja mal was. Yes. Komm her hier. Zack. Ah ja, das reicht schon. So, schnell wieder zurück ans Feuer. Ach nee, das ist was. Ach, Mist, Tabak. Tabak fehlt. Haben wir hier. Kann ich hier nicht vielleicht drauf und das hartieren hier? Das wäre, glaube ich, sehr hilfreich. Schön langsam. Schaut mal hier vielleicht.
ich ein bisschen was sehen kann. Ich befürchte aber fast, das war's hier schon. Muss auch mal schauen, wo endet das da? Also direkt vor mir ist das, was ich wirklich noch sehen müsste. Denn das da habe ich. Dann gehen wir mal hier lang und schauen, ob ich hier vielleicht irgendwie eine bessere erhöhte Position finde, um von da ein bisschen was zeichnen zu können. Ein paar Meter reichen ja schon. Mir geht es hier in erster Linie um die Ressourcen. Hallo? Jetzt. Boah, dieses Geräusch. Ah, das könnte doch gar nicht so verkehrt sein. Die Richtung, macht das Sinn? Ja. Hau rein. Ah, perfekt. Ah, wie schön. Bananen. What? Oh, wie gut. Ich brauche immer noch Spezialobjekt. Interessanter Gegenstand. Großer Ast. Kokospflaume? Liane, da. Ja, auf jeden Fall möchte ich zu den Bananen, Leute. Nichts geht über Bananen. Also wahrscheinlich doch, aber... Da unten, oder? Ich sehe es doch schon. Wenn ich so beim Obst so... Oh, was haben wir denn hier? Wir haben grüne Banane, reife Banane und auf jeden Fall das... so bei Obst nachdenke, was da das Beste ist. Banane ist schon nicht verkehrt, glaube ich. Ich mag Bananen schon. Aber ich glaube, so eine Honigmelone ist schon so ein bisschen weiter vorne. Wobei, bei Honigmelone ist es so, wenn du da mal so eine richtig ekelhafte Unreife oder harte gehabt hast, kann dann das auch schnell den Appetit verderben, aber Bananen sind eigentlich schon nicht schlecht. Ich brauche ein bisschen Tabak. Da vorne. Gehen wir einfach mal mutig rein. Und suchen ein bisschen Tabak. Alles schön langsam. Ja, zwei gleich, klar. Da rechts noch eine, hier vorne noch eine. Die Schlangen hören, Leute. Zeig mal her. Mist, die Liane ist da oben scheinbar. Ich habe eine Höhle. What? Ich muss was trinken. Eieiei. Jetzt wird's schwierig. Gibt die überhaupt Wasser? Aber nicht zu wenig. Skorpione hier vielleicht. Kleintierreste. Okay. Knochen. Ah, sehr schön. Gibt es denn Neues? Kann man das denn irgendwie feststellen? Was haben wir hier? Fischgrätennadel, das nicht. Was ich jetzt aus dem gerade gefundenen machen kann, das blinkt da zwar schon. Hier haben wir was heute Trockner. Ja, Liane. Ohne Liane geht es überhaupt nicht. Also. Tragbares Blätterbett. Blätterbett. Das? Das ist ein Blätterbett. Blätterbett. Bin ich hier richtig vielleicht? Bisschen links noch. Ich befürchte aber dann doch, dass es unten ist. Ist nicht so schlimm. Ah, come on. Das ist echt unglaublich. Oh, 11 gleich. Na, sehr gut. So muss das sein. Down. Oh, das ist voll mit Schlangen hier. Ich muss ein bisschen aufpassen. Das könnte okay sein. Und wir den Tabak jetzt einmal hier rechts runter. Down.
Wo? Ach, da. Sehr schön. Ja, ich trage gerade ein bisschen zu viel Zeugs mit mir rum, aber das ist gar nicht schlimm. Ich brauche auch gleich noch ein bisschen mehr, um Feuer zu machen, damit ich das... damit ich die Bandagen herstellen kann. Zeig mal her. Schön langsam. Da ist die nächste. Was ist das hier? Langer Stock. Zack. Zeig mal her. Tabak war doch so ein langer Stiel mit so einer Blüte oben drauf. Ja, genau, da vorne. Was ist das hier? Nichts, okay. Ein Tier jagt mich. Wo haben wir es denn? Das könnte jetzt klappen. Sehr schön. Haben wir sonst noch irgendwas? Ich drehe mal um. Ich gehe mal in die Richtung hier. Genau, hier haben wir die Höhle. Was ist immer... Ist das da? Nee. Da bist du ja. Was ist die nächste? Ach, ja, 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 ja. Also 11 Lianen an einem Baum, das ist schon mal sehr viel besser. Also in der letzten Folge habe ich so den Eindruck gehabt, also irgendwie wollen die das künstlich erschweren, indem man hier gar nichts findet. Aber wie ich auch schon sagte, wenn man das erstmal alles kennenlernt und weiß, wonach man suchen muss und was dann die Ausbeute ist, dann ist das alles sehr viel motivierender. Ansonsten wird es schwierig. Wir sehen oben rechts, klettere zum weißen Schild. Ich bin immer noch nicht so ganz sicher, was das heißt. Ob weißer Schild der Berg ist oder was? Also wird davon gesprochen, als müsste ich das wissen. Ist wieder so ein Vogelnest, ne? Die finde ich verdammt schwer, ehrlich gesagt. Weil die zu treffen... ist nicht ganz so einfach. Vielleicht kriege ich von hier einen besseren Einblick. Sag mal her, da vorne haben wir den nächsten Baum. Im Grunde bräuchten wir den... Doch, den brauchen wir. Denn da haben wir die ganze Ecke da. Am liebsten wäre es mir ja fast, erstmal die gesamte Karte aufzudecken, um dann einen kompletten Überblick zu haben. Der Blatthut ist kaputt gegangen. Das ist natürlich schlecht. Komm mal hier aus der Sonne, mein Junge. Dann würde ich sagen, craften wir erstmal ein bisschen was. Eins von diesen anderen Blättern. Und dann können wir uns auch ein paar Schuhe machen. Ich denke, das kann nicht schaden. Das ist es nicht. Das sind halt auch die falschen Bäume hier. Na, das könnte sogar klappen hier lang. Ja, die ist warm, alles klar. Mal hier. Das geht doch vielleicht. Denn mit jedem Tod wird einem etwas von der Gesamtgesundheit abgezogen. Und wir sehen das bei mir. Das Herz unten links, das ist zur Hälfte rot. Oh Mist!
war knapp. Ist wieder zu viel Zeug dabei. Ich esse aber dennoch mal eine Banane. Magenschmerzen, ja, das ist erstmal okay. So, dann geht's einmal hier hoch. Ah, ist natürlich blöd. Na, komm. Wie mache ich denn das jetzt? Vielleicht hier hoch. Hier hoch. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Langsam, Junge. Okay, überdacht ist hier leider auch nichts. Aber das ist doch schon mal ein bisschen besser vielleicht. Ich mache jetzt schnell mal das Feuer, damit ich hier die Bandagen herstellen kann. Es fehlen Stöcke. Aber die Dinger hier sind ganz gut für die Stöcke. Mal so. Zack. Feuer machen, Level 4. Hat aber nicht geklappt. Tabakkompresse machen wir gleich mal 2, denn ich glaube, wir brauchen auch 2. Zeig mal her hier. Zack. Oh nee, ah doch, genau. Jetzt haben wir es komplett geheilt. Und dann sollte ich hier noch... Sehr schön, alles geheilt. Es ist leider wieder dunkel. Ich schaue nochmal eben, wie ich die Fackel machen kann. Das war irgendwie mit so einem Öl oder so, ne? Lampenöl, Brennstoff für Lampen. Keine Ahnung. Wie kriegen wir das denn? Messerklinge, Axtklinge, ja, nicht schlecht. Ja, gefällt mir gut. Baumeister Werkzeugkasten. Dafür brauche ich die Schreinerei Werkbank. Normale Werkbank. Das sollte ja jetzt kein Problem mehr sein. Wieso steht denn hier Liane 11 und hier... Warte mal. Lianenseil? Was habe ich hier? Liane. Ah, warte mal. Wie kann ich denn das Lianenseil machen? Da haben wir es. Ah. Okay, verstehe. Im Grunde lohnt es sich fast schon einfach einmal... Hier genau, hier liegt... Hier liegt einer, der hatte auch ein Buch dabei. Da habe ich einen Schakal getötet. Und irgendwo hier muss auch mein anderer Krempel liegen. Aber ich muss hier ein bisschen aufpassen, denn hier ist noch ein weiterer Schakal. Und ein Vogel hier oben. Ja, wir hören ihn. Ich ziehe mich mal kurz ein bisschen zurück hier. Ist der da oben? Meine Leiche liegt da bei den Bäumen. Aber der Vogel, und das ist jetzt zweimal schon passiert, der nimmt mich da komplett auseinander, weil ich da leider nicht geschützt bin, obwohl da die Bäume sind. Kann ich hier kartieren? Tee zum Warten.
haben wir es. Kartierung beginnen. Okay, langer Stock schon mal nicht schlecht. Eukalyptus auch nicht schlecht. Denn ein Speer wäre nicht schlecht. Zeig mal her hier. Gleich hier rechts rum. Ich kann dich ja irgendwie so ein bisschen erhöht daran. Hier an den Bäumen. Da ist ein Typi. Au. Ich habe eine Schnittwunde. Nee. Crafting. Und das. Sehr gut. Was haben wir auf der 2? Oho, was haben wir denn hier? Warte mal, die Bandage auch nur am Feuer. Ja. Ist mir noch nicht so ganz klar, wofür ich da eigentlich Feuer brauche. Stück Lehm. Ja. Das können wir gleich wieder fallen lassen, aber ich hätte ganz gern das Rezept natürlich. Was haben wir hier? Was könnte das hier sein? Oh, Rohrkolben. Nehmen wir einmal, auch für ein Rezept. Sehr schön. Was haben wir sonst noch? Das war's. Wasserbehälter, sauberes Wasser trinken. Ich kann das wirklich komplett austrinken hier. 12 von 40 ist noch da. Wenn es regnet, füllt sich das vielleicht wieder. Wer weiß. Was haben wir denn hier Neues? Haben wir was Neues? Liansaal. Ich brauche 4 lange Stöcke, dann kann ich den Bogen machen. Leute, das lasse ich mir auf jeden Fall nicht entgehen. Muss nur ein bisschen aufpassen. Hier haben wir die Snake. Solid Snake. Und da haben wir einen Fuchs. Könnt ihr nicht zusammen irgendwie spielen? Das würde doch Sinn machen. Gib mal her. So. Dafür brauche ich die Werkbank. Ich werde verrückt, Leute. Ich brauche dringend die Werkbank. Anders geht's gerade nicht. Was haben wir denn hier? Wo? Hier. Ein weiteres Lianseil und 4 kleine Stöcke. Ich muss schauen. Weitere Blätter, da vorne haben wir so eine Konstruktion. Er hat ein bisschen Hunger. Warte mal, ich habe noch ein paar Bananen dabei. Ja, ja, ist doch gut, ich bin doch schon weg. Komm, komm, ist gut. Okay. Wer was? Trank des Lebens oder sowas. Wasser des Lebens. Habe ich noch mal Kohle dabei? Sehr gut, dann sollte ich vielleicht die Zeit nutzen, um mir hier ein bisschen den Weg klar zu machen. Ah, da unten könnte ich die Blätter finden. Komm, komm. Das ist doch eine gute Stelle hier, Leute. Guckt mal hier. Ach, da oben ist das, was ich in der letzten Folge gefunden habe. Ah, okay. Jetzt ergibt sich das so langsam.
Status Sonnenbrand ist eingetreten. Ja, ist okay, mein Freund. Haben wir noch so ein Dings? Nee. Aber das kriegen wir hin. Da oben drin haben wir nämlich Feuer und alles. Und auch ein Bett. Das sollte also durchaus machbar sein. Sehr schön. Alles in greifbarer Nähe. Jetzt muss ich noch ein bisschen Zeug sammeln. Da unten. Haha. Denn also ohne die Werkbank geht hier scheinbar nichts. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich mir das alles mal so anschaue. Was ist das hier? Heruntergefallene Tasche. Ach, jetzt ist sie doch markiert. Ich dachte, es wäre nicht markiert, wo ich gestorben bin. Aber scheinbar doch. Hier unten ist nämlich auch die Küste. Das heißt, das ist relativ mittig, je nachdem, wie hoch es da noch geht. Aber für den Moment, von dem, was ich weiß, was liegt denn da? Wollen wir das riskieren? Boah, Junge. Was ist das? Was ist das? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da. So, was fehlt denn jetzt noch? Workbank, viermal kleiner Stock, das sollte sehr machbar sein. Was ist das hier? Primitives Schiffsreparaturset. Ich trage schon wieder zu viel. Viel zu viel, denn das wiegt 4 Kilo. Oh, sowas Blödes. Wisst ihr was? Das lassen wir einfach mal liegen. Kann ich hier was markieren? Hallo? Mich finden, Filter, Kartierung, leider nicht. Da ich noch kein Schiff habe, brauche ich das gerade eh nicht, aber an der Küste von meiner aktuellen Wohnstätte. Das ist ja vielleicht schon mal was. Die Energie geht allmählich flöten, aber das ist völlig okay. Wieder zu viel. Wir schaffen das. Einmal zurück, dann haben wir Feuer, dann können wir schlafen. Wir brauchen ein paar Stöcker und dann würde ich fast sagen, das Klügste ist da einfach meine Base aufzubauen oder wenigstens hier in der Nähe. Weil ich glaube, hier habe ich so grob alles, was ich irgendwie gebrauchen kann. Also, naja, wobei dieser Paradiesvogelbusch oder wie der heißt. Warte mal, da haben wir ein Nest. Gewichtsmäßig, vielleicht kriegen. Okay. Vielleicht kriegen wir das ja noch hin, wenigstens 4 Stöcker zu holen. Dann können wir wenigstens die Werkbank aufstellen. Aber das sieht ja da gerade ein bisschen schlecht aus. Komm, ich gehe erstmal hoch. Das hat ja auch noch bis zum nächsten Tag Zeit. Ich könnte im schlimmsten Fall dann noch erstmal eine Kiste bauen, damit ich da oben ein bisschen was habe, wo ich was lagern kann. Und von hier ziehe ich dann halt immer wieder los. Und umziehen kann man immer noch oder woanders was bauen und so. Das ist alles sehr machbar, aber für einen Moment passt es, glaube ich, auch so. Haben wir denn ein bisschen, warte mal, was habe ich? Ein bisschen Tabak hier in der Nähe? Schlecht aus, wegen meiner Verbrennung.
Schauen wir mal. Könnte jetzt auch mit dem Feuer schwierig werden, weil ich, glaube ich, gar keine Stöcker mehr habe. Ah, der lange Stock geht auch. Warte mal. Den brauche ich aber. Ich will jetzt nicht gleich wieder losrennen müssen. Den brauche ich für den Bogen und dafür baue ich ja die Werkbank. Und auch dafür brauche ich das. Nope. Das heißt aber, wir können hier ruhig ein bisschen was droppen. Das hier zum Beispiel. Das können wir da mal hinlegen. Ich hoffe, das verschwindet nicht. Und dann brauche ich ein paar Stöcker. Vielleicht an den Bäumen hier vorne. Denn ohne geht es jetzt gerade nicht. Aber wir sind schnell unterwegs. Nee, lang. Nee, lang. Ebenfalls. Mal ruhig ein paar mehr. Sehr schön. Ist gut, ist gut, ist gut. Das kriegen wir hin. Komm, komm, komm. So haben wir es jetzt eigentlich schon, oder? Haha. Workbank. Geht es auch gerade, oder? Nee, nur so. Ich bin down. Ein bisschen schlafen. Nochmal 4 Stunden. Denn ich würde mich jetzt ganz gern hier mal umschauen. Haben wir den Bogen? Da fehlen jetzt 2 lange Stöcker, das war klar. Lianengürtel. Wir haben ein breites Blatt hier und das Lianenseil. Zeig mal nochmal. Nur 1, wir haben noch Lianen, wir brauchen noch mehr schmale Blätter. Ich muss was essen. Okay. Markieren die immer irgendwas? Nee, leider nicht. Das fände ich eigentlich ganz cool, wenn immer, wenn man Glühwürmchen irgendwie sieht, dass man weiß, ah, in der Nähe befindet sich irgendwas Spannendes, aber so ist auch okay. So, let's go. Dann muss ich mal schauen, dass ich entweder den Tag irgendwie rumkriege oder halt auf jeden Fall richtig schlafe, damit ich die Energie richtig auffüllen kann. Aber ich muss jetzt an denen dranbleiben, was ich hier gerade plane, insbesondere den Bogen, damit ich halt irgendwie vorankomme. Ne? Das ist eben, also mir war das schon irgendwie bewusst. Ich habe mir auch vorgenommen, mir viel Zeit dafür zu nehmen und Schritt für Schritt und langsam und so, aber also das ist schon, haben wir es jetzt? Ah, langer Stock fehlt. Warte mal, wofür habe ich denn jetzt? Das war das, ne? Dafür muss ich das Lianenseil bauen. Was denn jetzt? Ich wurde verletzt. Ja, komm, stell dich nicht so an. Machen wir nochmal. Zack. Den haben wir jetzt an. Jetzt haben wir einen weiteren Platz hier. Ich habe keine Waffe, die ich da reinmachen kann. Aber das haben wir schon mal. So. Lagerfeuer. Naja, die langen muss ich da jetzt reinmachen. Das hätten wir. Zack.
Bandage. Und immer noch eine Schnittwunde. Das haben wir geheilt. Und Verbrennung haben wir ebenfalls. Wir haben Tabakblätter und das. Somit bauen wir eine Tabakkompresse. Heilung Level 2, das ist okay. Zack. So, das ist erstmal okay. Magenschmerzen sind da noch. Warte mal, die Feder hebe ich mal auf. Ah ne, hatte ich bereits. Okay, soweit so gut. Lange Stöcker. Direkt hier vorne. Und ein Huhn ist da ebenfalls. Das muss jetzt leider dran glauben. Da vorne ist es. Und von den Bäumen, da sind sogar zwei Hühner. Sehr gut. Komm mal her kurz. Mist. Wo ist denn das andere? Ist jetzt ach, da unten rennen sie. Na gut. Komm, dann gib mal her. Davon brauche ich ein paar. Ja, ich weiß, ich weiß. Sammeln Level 3 und jetzt habe ich schon wieder zu viel Zeug dabei. Lass ich mal die Feder fallen. Ah, jetzt geht's. Sehr gut. So, jetzt gehen wir hoch und jetzt müssten wir eigentlich den Bogen machen können. Was natürlich noch nicht reicht, denn ich brauche natürlich auch ein paar Pfeile, aber ein Anfang ist gemacht und einen Platz bei uns am Körper haben wir ebenfalls schon. Und das ist ja schon mal einen ganzen Schritt weiter. Ach, sieht schon cool aus, ne? Das sieht schon cool aus, Leute. Muss mich noch ein bisschen an, auch hier so, das ist alles so ein bisschen, eigentlich macht es da gar nichts falsch, aber irgendwie kann ich mich damit noch nicht so ganz anfreunden. Mir gefiel das und der Vergleich zu Green Hell wird noch eine Million Mal kommen. Bei Green Hell mochte ich, dass das der Rucksack war, dass man das gesehen hat und so. Das dauerte auch ein bisschen, bis man sich daran gewöhnt hat, aber das hat mir sehr gefallen. Das war irgendwie mal was Neues. Das gibt's doch gar nicht. Ah, haben wir, okay. So, komm, jetzt gib mir einfach den Bogen. Schwacher Bogen, ja, das macht keinen Unterschied. Da ist er. Sehr schön. Okay. So, wie machen wir denn die Pfeile? Was haben wir denn? Hölzerne Pfeile, Steinpfeile, Knochenpfeile. Obsidianpfeile. Gut, machen wir mal hölzern. Einfach nur ein Stock und ein schmales Blatt. Das klingt sehr machbar. Würde ich sagen, gehen wir mal runter zum Strand. Da ist nämlich alles und ein Huhn müssen wir uns auch noch besorgen. Denn allmählich bekomme ich ganz schön Hunger. Warte mal, jetzt trage ich so viel Zeugs mit mir rum. Vielleicht, während ich das hier schon alles habe und ich jetzt eh sammeln gehe, baue ich einmal eben eine kleine Kiste. Da kann ich ja den ganzen Müll dann... Tragbare Kiste? Nee. Geschützte Kiste? Mach einfach eine Kiste. Hier. So. Völlig erschöpft. Komm, mach mal. Dann können wir das alles nämlich rüberhauen und dann haben wir ein bisschen was da. Auch die Liane. Auch die Tabakblätter. Sehr gut. Dann haben wir das safe in der Kiste und müssen da nicht... Sieh das mal, wie viel auch in diese kleine Kiste passt. Nochmal 8 Stunden. Jetzt habe ich Gesundheit verloren. Warte mal. So, was essen. Wir hatten hier Dattelpalmen. Ich befürchte aber fast, dass ich alle von denen schon komplett abgeerntet habe. Schneller er unterwegs ist, wenn er nicht so viel Krempel mit sich rumträgt.
Ich weiß nicht, ob die Magenschmerzen da jetzt der Auslöser waren, dass ich hier Gesundheit verloren habe oder eben die Tatsache, dass ich sehr, sehr hungrig bin. Ja, die haben gutes Gehör. Was man Gehör nennen kann. Kommt eins wieder, ich muss aber vor den Hügel. Psst. Wo bist du? Ja. Das dachte ich mir schon fast. Ja, verhungern, ich weiß. Hier haben wir die Dattelpalmen, oder? Kleine Palme. Ach, Mist. Oh Mann, ey. Nein. Komm her jetzt. Ich hab Hunger. Was ist los? Was kann ich? Wieso geht's nicht? Kein geeignetes Werkzeug. Könnte jetzt sehr, sehr knapp werden. Steinsäge. Nee, hier. Was brauche ich denn dafür? Einen Stein? Was habe ich denn gerade aufgehoben? Ach, ein massiver Stein. Oh, wie ärgerlich. Bisschen Gas geben, sonst wird es wirklich knapp. Was steht denn da? Ha! Oh, nehme ich. Das war ich wahrscheinlich. Mal her hier. Gibt es hier noch ein bisschen was an dem Baum? Ressourcen werden erneuert. Oh Mist. Ach, eine Frucht. Oh oh Leute, das sieht schlecht aus. Kann ich einfach so ohne Messer das Huhn aufs Feuer legen? Das wird schwierig. Das wird schwierig. Ich wüsste gerade auch nicht, was ich sonst essen könnte. Doch, ich schaue im Vogelnest nochmal nach. Ach nee, die Regenwürmer kann ich ja nicht essen. Aber vielleicht ist da ein Ei drin. Das mache ich auf dem Weg. Oh, komm, lass mich jetzt nicht verhungern hier, ey. Ab. Oder eben eine Kokosnuss. Dafür brauche ich das alles nicht.
Oh oh. Knappe Kiste, knappe Kiste. Aber ging gerade noch mal gut. Ja, ich dachte hier irgendwo eine Kokosnuss oder so. Nichts davon. Hab ich das alles schon... Warte mal. Ist das so durchaus machbar? Und die Frage, muss ich das werfen? Nee, das sollte eigentlich so gehen, oder? Ich weiß nicht, wie es gedacht ist. Ob das Unterwasser könnte durchaus sein. Cool. Oh, das ist ja echt richtig eine kleine Unterwasserwelt hier. Hab ich irgendwie nicht so auf dem Schirm gehabt. Kommt mal her jetzt. Hallo, ganz kurz mal eben. Die werfen? Ich weiß es halt nicht, aber... Danke! Und weg hier. Das tauschen wir sofort aus. Und dann geht's los. Oh, schaut mal da oben. Kann man was sehen? Da blinkt was. Ist das vielleicht zum weißen Schild? Das könnte durchaus sein. Ist auf jeden Fall eine gute Position, um alles zu überblicken. Aber jetzt geht's erstmal zurück ins Lager, dann kochen wir den Fisch und das Huhn habe ich auch noch. Gewichtsmäßig ist es ganz gut, das heißt, ich kann noch ein paar von den anderen Blättern mitnehmen. Denn die brauche ich dringend, hier die Dinger. Zack, danke. So, komm. Kann losgehen. Schön. Sehr schön. Ja, die Sonne kann mich ruhig mal ein bisschen trocknen. Das ist gar nicht so verkehrt. Denn ich bin kurz vorm Erkältetsein. Und mit dem Bogen und so, wenn ich mich daran ein bisschen gewöhnt habe, je nachdem, wie gut das hier umgesetzt ist, wie leicht oder schwer das Ganze ist, kann ich ja dann natürlich auch wesentlich schneller ein paar Hühner schießen und so. Und dann muss ich halt irgendwie mein Lager ein bisschen ausbauen. Ich denke aber, ich werde dennoch, auch wenn ich das hier nutzen werde, hier irgendwie so eine halbe Mauer drum bauen oder so irgendwas. Wenigstens, dass die Tür hier so ein bisschen verdeckt ist oder so. Schauen wir mal. So. Mach das mal eben. Das will ich nämlich nicht alles verbrauchen. Das haben wir. Gebratenes Fleisch, das nicht. Warte mal, was ist denn mit dem... Hä? Ach, das kann ich nur auseinandernehmen quasi. Okay, dann haue ich das mal eben hier rein. Den Fisch wahrscheinlich ebenso. Vergifteter Tierkadaver. Lege ihn auf den Boden ab, um ihn zu häuten und wertvolle Ressourcen zu sammeln. Okay. Okay. Hier. Oh, ich brauche 3 Knochen. Da haben wir 1, 2. Nimm die mal mit. Schade, ich dachte, ich könnte das schon so machen, aber... Ich habe auch keinen Stein gefunden. Sind Steine hier so selten? Kann das sein? So, jetzt haben wir ein paar Pfeile. Oh. Okay. Aufsammeln geht auch sehr schön.
So, Steine, Leute, Steine. Wir brauchen Steine. Wieso die hier so selten sind, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber hier werden ja wohl irgendwo ein paar Steine rumliegen, oder nicht? Warte mal, da haben wir das nächste Nest und den nächsten Vogel. Deren Agro-Range kenne ich nicht so genau, aber ich will es lieber nicht probieren. Aber schauen wir mal eben, ob wir vielleicht irgendwo nochmal doch eine Kokosnuss oder 10 finden. Dattel würde ich auch nehmen, aber was zu trinken ist halt auch nicht wirklich... Ja, sehr gut. Da nehmen wir alles. Kein geeignetes Werkzeug? Ich brauche einen Stein. Dringend. Ansonsten tut's das hier auch erstmal. Aber ohne so einen Stein wird's schwierig. Warte mal, kann der mich hier in Ruhe lassen? Wird schon knapp. Da haben wir die nächste. Das ist also erstmal okay. Vielleicht? Nee, das sind Muscheln. Was kann ich denn aus den Muscheln machen? Kohlmeiler. Ja, Lehm muss ich mir auch noch holen, aber das ist glücklicherweise markiert auf der Karte. Oh, das ist nicht schlecht. Das brauche ich. Hier. Ich kann Stein... Ach Mist. Aus dem massiven Stein mache ich 4-mal Stein. Ah, das ist natürlich gut zu wissen. Oder ein Knochen. Also Stein oder Knochen. Ich würde beides nehmen. Ich bin allerdings der Meinung... Ist das da oben ein Stein oder ist das ein Tier? Echt? Naturkundler. Nee, das ist ein Tier, okay. Der ist da oben. Komm mal her. Harpier war der Vogel. Leute, wusstet ihr schon? Aber ich jetzt auch wieder. Ich glaube, Steine bekomme ich aus diesen Steinhaufen, die sehr grau sind und sehr gut erkenntlich. Das ist ja schon wieder müde. Wo ist das Vieh? Oh nein. Ein Tier jagt mich. Ich kann nichts machen. Jetzt aber. Okay. Inventare. Sehr schön. Jetzt beginnt es langsam so richtig Spaß zu machen. Wenn man weiß, worauf man achten muss, wenn man so eine Position gefunden hat, wo man sich so ein bisschen niederlassen kann und Sachen findet und so. Das ist es nicht so, dass es jetzt leicht wäre, ganz und gar nicht, aber jetzt ist langsam der Flow drin. Ich finde, der Anfang macht es einem zwar leicht, weil wirklich viel und gut erklärt wird, aber dann dieses Losziehen und alles selbst herausfinden und suchen und so, ihr wisst, da denke ich mir dann immer so, naja, aber jetzt fühlt sich das schon sehr viel besser an. Muss ich nur mal eben schauen, ich bin eigentlich auf der Suche nach dieser Höhle. Ist die hier? Das
sieht hier doch so hügelig aus. Denn da waren noch ein paar Knochen. Und wie gesagt, entweder noch ein Knochen oder eben ein Stein. Aber Steine sehe ich beim besten Willen nicht. Keine, die ich aufsammeln könnte. Das ist schlecht. Ich brauche einen Skorpion. Gleich Vergiftung Stufe 2, ne? Lehm-Eisalbe. Das könnte durchaus hier vorne sein. Oder... Hier sieht halt auch alles gleich aus, ne? Was haben wir denn hier? Lange. Alte Kiste. Naja, so wollte ich es jetzt eigentlich nicht. Mach mal auf. Merkwürdig. Altes Fass. Lianenseil. Gelbe Blätter. Was haben wir hier? Bergpfad. Diese Notiz wurde von den Spaniern hinterlassen, die Insel lange vor uns besuchten. Das Bild zeigt einen Bergpfad und die Stelle, an der sie ihren Freund verloren haben. Sieht so aus, als ob sie ziemlich hoch in den Bergen klettern konnten. Ort Insel der Hoffnung. Ja, das ist aber auch schwer auszumachen. Also wenn das hier ein Fluss sein soll... Oder ist das der Pfad? Auch dann ist es schwer. Ich dachte, hier kommt vielleicht Wasser runter, aber... ja. Haufen Schrott, dafür gibt es ein paar Stöcke, das brauchen wir nicht. Rezept für einen Beerenkompott. Das habe ich gesucht. Okay, soweit so gut. Sind hier Steine? Ja, hier sind Steine, aber... sind wir mal nicht so... Verlassenes Camp, 30. Oktober 1496. Wir erklären diese Insel zum Eigentum der spanischen Krone. Vor 2 Wochen befahl uns der Kapitän, die Pinta zu verlassen, um diese Insel zu erkunden und uns mit Wasser und Vorräten einzudecken. Die Insel erwies sich als Hölle auf Erden. Hier haben wir die schlimmsten Tage unseres Lebens erlebt. Wir haben uns eingedeckt und verlassen diesen verfluchten Ort, aber wir lassen viele unserer Kameraden hier zurück. Salvador Avila ging am letzten Tag zum südlichen Brunnen und kehrte nie zurück. Lucas Soledo starb an einem Schlangenbiss begraben im Lager. Felipe Valdez ging in den Wald, um Pilze zu suchen und kehrte nie zurück. Luis Herrero wurde in einer Berghöhle von einem Stein erschlagen, der Ort seines Todes auf dem Papier markiert. Ja, die eine Leiche habe ich bereits gefunden. Da ist auch tatsächlich ein Stein auf ihm oder ihr gelandet, aber scheinbar waren das nur Männer, also wird es wahrscheinlich ein Er gewesen sein. Ich brauche dennoch einen Stein. Also wenn es hart auf hart kommt, kann ich natürlich den massiven Stein vom Strand nehmen. Aber irgendwie will ich auch nicht akzeptieren, dass es hier nichts weiter gibt. Komm. Was hält er denn aus? Yes, verblutet. Sehr gut. Also furchtbar, aber sehr gut. Tierisches Fett. Gib mir mal das Fleisch. Haut kann nicht schaden, die Stoßzähne können nicht schaden. Und wieder kein Messer. Haha. Das ist ja echt ungeheuerlich. Da haben wir die Schlange. Ist da ein Stein neben ihr? Kann das sein? Ist das ein Stein?
Todeskappe? Was ist das denn? Ach, ist ein Pilz. Das ist ärgerlich. Was gibt's hier? Eine Karte mit verschwommenen Inschriften auf Spanisch. Hier ist der Standort eines Lagers eingezeichnet. Sieht so aus, als wären die Spanier hier schon lange vor uns gewesen. Briefe an Lucilius. Mist, ich sehe nichts mehr. Ja, Steine scheinen hier absolute Seltenheit zu sein. Ah, okay, ich glaube, jetzt weiß ich, wo ich bin. Da ist die Anfangsdings, genau, okay. Schwer zu sagen. Zeig mal her, haben wir hier irgendwo Stein in der Nähe? Vielleicht werden Steine auch so nicht angezeigt, das kann natürlich durchaus sein. Ich ging jetzt einfach davon aus, weil ich dachte, alles ist irgendwie markiert, aber bei den Steinen könnte ich mich durchaus irren. Naja, ist ja gut, ist ja gut. Was ich auf jeden Fall machen sollte, während ich sowieso schon mal hier bin, ist zur alten Grotte zurückkehren und schauen, ob da Skorpione zu finden sind. Denn ich muss meine Vergiftung dringend heilen. Ja, komisch. Also das mit den... Das mit den Steinen wundert mich schon irgendwie sehr. Denn ich meine, hier sind steinige Berge und alles. Also müsste es doch eigentlich auch irgendwo ein paar Steine geben. Oder sehe ich das falsch? Erwarte ich zu viel von diesem Ort? Ich bin jetzt leider völlig erschöpft und ich glaube, das kann nicht gut enden. Wenn ich nicht... Und Hunger habe ich auch noch. Oh Mann, ey. Kann ich den essen? Lebensmittelvergiftung 33%. Aus Kirch. Alles gut gewesen. Aber auch wieder hier. Schwierig, schwierig. Kein einziger Stein. Das Problem ist, ich bin erschöpft, ich bin am Verhungern, ich bin vergiftet. Ganz schlechte Kombination. Denn ich werde schlafen müssen, um mich ein bisschen zu erholen. Währenddessen schreitet aber die Vergiftung voran. Und ich verhungere auch noch weiter. Und ihr seht unten links, meine Gesundheit ist miserabel. Und hier ist auch leider sonst nichts weiter zu finden, was essbar wäre, ohne ein Messer zu brauchen. Auch keine Kokos. Eine einzige Kokosnuss würde schon, vielleicht schon einen Unterschied machen. Ist das dein Stein? Ist das denn die Möglichkeit? Auch dann wird es super knapp, weil ich sterben werde wahrscheinlich. Ha, da ist der Stein. Gib mal. Hier. Ich weiß nicht, ob das reicht, um mir jetzt hier Kokosnüsse zu holen. Wasser, immer noch kein Hunger, aber warte mal, die anderen Dinger kriege ich dadurch vielleicht? Das steht hier leider nicht. Oh, Mist. Oh, sehr gut. Immerhin schon mal ein bisschen was. Ja, komm mal her.
könnte jetzt wirklich meine Rettung sein. Das ist aber auch allerletzte Eisenbahn. Dafür brauche ich den aber auch. Komm mal her jetzt kurz. Ich will mich nicht zu weit entfernen. Das war nix. Ist er down? Ich glaube schon. Eieiei. Warte mal, den kann ich aber so essen. Wie regeneriere ich denn eigentlich Gesundheit? Weiß das einer? Hier, ne? Eukalyptusblätter, ich brauche Eukalyptusblätter. Mist. Ich befürchte, ich werde jetzt hier gleich drauf gehen. Was im Grunde nicht so dramatisch ist, weil hier habe ich alles und hier kann ich ganz gut neu starten. Aber so ein bisschen ärgerlich ist es natürlich schon. Was haben wir hier? Knochen, ja, das brauche ich jetzt auch nicht mehr, vielen Dank. Jetzt ist plötzlich alles da. Das schaffen wir schon, warte mal. Warte mal, das kann ich reparieren. Mit dem jetzt? Achso. Hä? Habe ich nicht gerade einen Stock genommen? Aktion wegen Lebensgefahr abgebrochen. Das wird leider nichts. Gut, dann schlaf mal. Zwei Dinge sind abgeklungen, das ist ja schon mal nicht schlecht. Können wir was basteln? Guck mal her jetzt. Breite Blätter, ne? Breite Blätter. Die absolute Seltenheit hier. Ich möchte dieses Video ungern damit beenden, wie ich hier kurz vorm Abkratzen bin, denn dann könnte es schwierig werden, das noch hinzukriegen, wenn man dann einfach so reinspringt. Ich weiß nicht, wie ihr da seid, aber ich brauche dann manchmal so 2-3 Minuten, um mich wieder so ein bisschen reinzufinden. Und das kann dann hier schon der Unterschied zwischen Leben und Tod sein. Deshalb muss ich hier wirklich ein bisschen dranbleiben. Ich brauche diesen Paradiesvogelbusch. Oder ein Farm, dann ginge das auch, aber diese breiten Blätter und Steine. Ah. Denn einen Skorpion haben wir jetzt, dann können wir das wenigstens mal lindern. Das hilft ja auch schon. Ich glaube, hier oben habe ich die besten Chancen. Warte mal, wo ist der Vogel? Bloß nicht, weil der würde mich jetzt sofort umnocken. Hau ab. So, hier hätten wir das nächste Feuer. Jetzt brauche ich nur noch diese eine Pflanze. Geh mal weg. Hier! Okay. An der nächstgelegenen Schlafstelle erneut spawnen. Direkt daneben. Warte mal, war das nicht direkt hier? Ich glaube schon.
Das müsste doch jetzt eigentlich hier markiert sein, oder nicht? Gegangen. Wo habe ich hier das Feuer gemacht? Mann, das wollte ich doch gar nicht. Der Pfeil ist weg. Okay. Ich bin der Meinung, dass das irgendwo hier gerade war. Weil ich kam doch von hier drüben und ich gehe den Weg jetzt nochmal. Bin doch direkt an diesem Kopf vorbeigelaufen, oder nicht? Hier war das. Hier ist der Kopf. Wo ist das Feuer gewesen? Tasche sieht man grundsätzlich schon ganz gut. Die ist recht hell. Aber dafür muss ich natürlich in der richtigen Ecke sein. Interessanter Ort, dann machen wir das mal eben. Ich meine, die Sachen neu craften und so, das geht auch so. Das ist jetzt nicht so super dramatisch, dass ich das ihm herbe. Am Ende des Tages war da eh nichts drin, denn sonst wäre ich ja nicht verhungert. Also, so schlimm ist es nicht. Aber ich dachte mir, wenn ich sowieso schon in der Ecke bin, kann ich schauen, ob ich es wiederfinde. Aber scheinbar ist es doch ein bisschen komplizierter. Wäre jetzt nur ganz cool, wenn ich nicht nochmal gebissen werde. Einer Schlange. Der interessante Ort ist da links. Möglicherweise war ich da schon. Ich weiß nicht, ob das abgehakt wird quasi automatisch oder ob ich mir das dann nochmal antun muss. Könnte durchaus das Lager sein. Das ist direkt hinter mir. Ah ja, genau, das ist das Lager. Okay, es ist wirklich gnadenlos. Also ein paar Lianen und so, das sollte ich nochmal finden können eigentlich. Aber ärgerlich, dass das jetzt so endete. Aber gut, ich denke, es lässt sich fast nicht vermeiden, hier mal zu sterben. Die ersten beiden Tode waren wirklich meine Dummheit, weil ich da einfach so ohne Ausrüstung reingerannt bin. Junge.
Aber ja, in so kleinen Schritten wird es hier wohl weitergehen. Also es ist viel Sammeln und so weiter. Ich habe diese Folge jetzt hier mal dafür genutzt, um so ein bisschen das Ganze zu verstehen, zu schauen, wo gibt's was. Viel die Karte zeichnen und so, das ist sehr wichtig, denn sonst läuft man hier ständig überall lang. Und Steine mitnehmen. Und jegliche Form von... Ach, warte mal, habe ich das Messer noch? Nee, das ist auch schon weg. Bau das mal. Und damit können wir dann natürlich schauen, dass wir Kokosnüsse bekommen und auch Tiere ausnehmen und so weiter. Wieder ein bisschen was dazugelernt. Ich würde aber dennoch ganz gern irgendwie mich zurückziehen. Wo wir dann beim nächsten Mal starten können, Leute. Das war's vorerst. Wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich dann mit ein bisschen mehr Erfolg. Bis dahin. Ciao.